Teil 16 Tantra Eintauchen in die absolute Liebe Daniel Odier. Die 12 Tage, die unserem Gespräch folgten, waren die friedlichsten, die ich in der gesamten Zeit mit Devi erlebt hatte. Alles spielte sich in der Gegenwart ab. Die Langsamkeit und die Freiheit, das Lachen und das Tanzen in der Nacht. Wir verbrachten viel Zeit am Wasserfall, um dort so sorglos wie zwei Kinder zu spielen. Das Merkwürdigste für mich war das tiefe Empfinden für die Anwesenheit des anderen, auch bei den harmlosesten Tätigkeiten. Dieses Füreinander-Dasein, diese intensive Kommunikation war weder geplant noch gefühlsmäßig gesteuert. Alles schien durch die Realität zu geschehen und mit ihr in Einklang zu stehen. Ich lernte eine neue Art der Bindung zwischen Mann und Frau, zwischen Lehrer und Schüler kennen. Nichts von dem, was im Bereich menschlicher Empfindungen existierte, wurde zwischen uns ausgeklammert. Und gleichzeitig trat nichts von dem ein, was uns nach Art einer Gewohnheit oder Schematisierung hätte einengen lassen. Wir erlebten keine einzige Sekunde des Stillstands in der Verdichtung unserer Gegensätze. Unserer Lust. Und doch überstieg der Kräftestrom alles, was man in den extremen Spannungs- oder Konfliktsituationen erleben kann. Ich hatte den Eindruck, dass alles da war, dass alles an menschlichem Elan gegenwärtig war. Dass all diese Regungen aber eine absolute Freiheit genossen. Dass sie einfach im Verborgenen existierten und nicht heraufbeschworen wurden. So teilten sie ihre lebendige Kraft jeder unserer Taten mit. Ein Ausbruch einzelner Gefühle, Wut, Begierde, Leidenschaft, Sexualität, Liebe, Mitleid, fand nicht statt. Auch kam es zu keinem Verlust dieser Kräfte, wie bei den kurzen und schnell erreichten Höhepunkten, an die wir sonst gewöhnt sind. Bei Devi gab es keine Stimmungswechsel. Es gab weder Überschwang noch ein Abflauen. Keine Erschöpfung, kein Aufladen neuer Energien. Alles das existierte gleichzeitig in ihr. Noch in der kleinsten ihrer Gesten lag die Gesamtheit menschlicher Empfindungen. Ihr Blick war erfüllt von einer Humanität, die an keine Zeit gebunden war und alles Menschliche umfasste. Die tiefe Verehrung, die ich für Devi empfand, befreite mich in gewisser Weise von jeder äußerlichen Bekundung meines Respekts, der dennoch in allen meinen Gesten zum Ausdruck kam. Ich sah mich ständig einem Wesen gegenüber, das gleichzeitig auf allen Ebenen lebte und von einer solchen Spontanität war, dass Himmel und Erde ihr zu huldigen schienen. Sanftmut und Stärke, Ursprünglichkeit und Weisheit, eine fast kindliche Weltzugewandtheit und ein überlegenes Wissen existierten im ständigen Kontakt miteinander und kamen in der kleinsten Geste
der minimalsten Regung ihres Gesichts zum Ausdruck. Zum ersten Mal lagen wir nackt zusammen in einem Bett. 4 Tage links, 4 Tage rechts, 4 Tage in enger Umarmung. Dabei kam es zwischen uns zu keinem sexuellen Kontakt, wohl aber zu sehr zärtlichen, sehr innigen Berührungen, die wiederum nichts Asexuelles an sich hatten. Im Gegenteil, denn von Stunde zu Stunde schienen sich unsere Körper zunehmend mit kosmischer Energie aufzuladen, sodass schon ein flüchtiges Berühren genügte, uns von Kopf bis Fuß erschauern zu lassen. Im Lauf dieser wundervollen Tage lernte ich das Leben eines Yogi kennen, wie es sich kaum mit unserem Klischee verträgt, wonach ein solches Leben streng, karg und asketisch zu sein hat. Gleichwohl hatte diese Freude, diese Freiheit und Spontanität, wie ich sie jetzt erlebte, ihren Ursprung in eben dieser kargen und strengen Lebensform, in der Einsamkeit und einer unbeugsamen Willenskraft. Die Leichtigkeit und Sorglosigkeit, die Gnade und das völlige Einssein mit dem Raum waren eine Art Manifestation des Göttlichen in uns. Ich empfand sie wie duftenden Tau, der unser offenes Bewusstsein ganz mit Wohlgerüchen erfüllte. Diese friedlichen Tage waren zugleich Tage des Dialogs. Ich nutzte sie, um die vielen Fragen zu stellen, die mir am Herzen lagen. Seit Beginn meiner Sadhana war mir das Bild dieses Mannes nicht aus dem Kopf gegangen, den man ertrunken im Fluss gefunden hatte. Alles, was an irrwitzigen Gedenken nur möglich war, kam mir in den Sinn. Vom Ritualmord, wie er früher von bestimmten tantrischen Sekten praktiziert wurde, bis hin zu einem Unfall als Folge einer auferlegten Prüfung, wie der meinen am Felsvorsprung. Auch eine andere Art Unfall schien mir denkbar, als Folge einer panischen, nächtlichen Flucht. Ich wusste ja, wie grausam Devi sein konnte. Also fragte ich sie unumwunden: Gibt es innerhalb bestimmter tantrischer Riten noch Menschenopfer? Menschenopfer gibt es immer. Die Menschen opfern sich selbst, indem sie ihre absolute Natur, ihr wahres Wesen, nicht verwirklichen. Und die Ritualmorde? Das habe ich nie erlebt. Es sind Praktiken aus vergangener Zeit. Wie starb der Mann, den man im Fluss gefunden hat? Ich weiß es nicht, ich habe nie davon gehört. Man hat mir die Geschichte im Dorf erzählt und ich dachte mir, dass er bei einer Prüfung vom Felsen gestürzt sein könnte. Die Prüfung am Felsen entsprach einer deiner Ängste, die du überwinden musstest. Jeder Mensch ist anders. Jede Prüfung ist anders. In der Sadhana gibt es kein System. Alles steht im Ermessen des Meisters, der genau spürt, was sein Schüler braucht, um seiner Angst zu begegnen und sie zu überwinden. Ich hatte einmal einen Schüler, dessen größte Angst es war, lesen und schreiben zu lernen. Für uns wäre das kein Grund, Angst zu haben. Für ihn aber bedeutete es weitaus mehr als eine Nacht bei den Leprakranken oder 3 Nächte allein im tiefen Wald zu verbringen. Im Übrigen war er ein sehr mutiger junger Mann, der sich ohne weiteres in eine Schlangengrube oder eine Tigerhöhle gestürzt hätte. Gedrucktes und Geschriebenes aber ließ ihn vor Angst schlottern.
Ganz am Anfang, als ich dir vom Vinana Bhairava Tantra erzählt habe, hast du den chinesischen Yogi, der mir diese Schrift geschenkt hatte, als Lügner bezeichnet. Mir war nicht so recht klar, warum du diesen Mann so beschuldigt hast, der mich doch als Erster auf den tantrischen Weg gebracht hat. Es ist schwer zu lehren. Es ist schwer, einen Schüler anzunehmen oder abzulehnen. Eine erste Begegnung ist nur selten ein Austausch von Höflichkeiten. Wenn man lächelt, ist die Welt wunderschön. Wenn man einen Menschen attackiert, kommt sein wahres Gesicht zum Vorschein. Das bezeichnet man als subtile Mittel oder Upaya. Es gehört zum Wesen eines Meisters, dass er das jeweils geeignete Mittel findet. An dir fiel mir ein fast hochmütiger, intellektueller Stolz auf. Du warst davon überzeugt, etwas Besonderes zu sein, zu einer Elite zu gehören. Also suchte ich mir diesen Punkt aus, um dich zu treffen. Ich zweifle nicht daran, dass der Mann ein achtbarer Yogi war. Und wenn er dir diese grundlegende Schrift gegeben hat, dann bestimmt deshalb, weil er jene Saat in dich legen wollte, die eben jetzt aufzugehen beginnt. Hätte er das nicht getan, wärst du vermutlich jetzt nicht hier. Hätte Kalou Rinpoche dich nicht als Schüler angenommen und dich im Praktizieren unterwiesen, wärst du vermutlich jetzt nicht hier. Alles fügt sich ineinander. Alles folgt aufeinander. Alles hängt mit allem zusammen. Das Erste, was man einem potenziellen Schüler gegenüber wahrnimmt, ist nicht das, was er bereits gelernt hat, ist nicht sein Wissen, seine Erfahrung, sondern es sind eher seine Kräfte und Energien, seine Verästelungen im Raum, seine Fähigkeit, große Höhenunterschiede zu bewältigen, ohne Schaden zu nehmen oder sich zu verlieren. Kenntnisse, ein angehäuftes Wissen, das ist nicht von Bedeutung. Wichtig ist im Gegenteil zu erkennen, was ein Mensch aufzugeben bereit ist, um unterwiesen zu werden. Jede Unterweisung wird sich daran ausrichten. Einer, dem die geistigen Grundlagen fehlen, wird die heiligen Texte studieren müssen. Einem, der im Geistigen zu Hause ist, gibt man da kaum noch Orientierungshilfen, sondern nötigt ihn, die Lehre mit seinem ganzen Körper zu erleben. Dir habe ich den Kopf abgeschlagen. Einem anderen hätte ich vielleicht ein Bein oder den Penis abgeschnitten. Wir alle haben einen Teil an unserem Körper, den wir um nichts auf der Welt verlieren möchten. Dasselbe gilt für das Ritual, für die Initiationen, die Mantras, die Meditationshilfen, das Maituna. Der Tantrismus ist darum so lebendig geblieben, weil er niemals systematisch vorging. Alles ist möglich. Für die einen gibt es nur eine einzige Initiation, durch die sich alles erschließt. Für die anderen gibt es 3 oder 5. Alles fließt, alles ist offen, unergründlich und frei. Manchmal wird die Göttin durch die Zurückhaltung und die Steigerung zum Höhepunkt aufeinanderfolgender Orgasmen geehrt. Manchmal wird die Göttin durch den freien Fluss der Essenzen geehrt. Manchmal wird die Göttin durch einen einzigen Blick geehrt. Manchmal bleibt die Göttin unsichtbar und vereinigt sich nur in der absoluten Einsamkeit des Herzens mit dem Tantrika. Manchmal hat der Tantrika die Göttin in sich selbst und braucht keine Shakti aus der Außenwelt, um das Ritual
der großen Vereinigung zu vollziehen. Es ist wichtig zu begreifen, dass die Initiation, die du von mir bei der großen Vereinigung empfängst, ebenso gut symbolisch vor sich gehen kann, ohne den geringsten Körperkontakt. Ihr Wert wäre derselbe. Man kann jeden tantrischen Weg in größter Keuschheit beschreiten. Jeder Meister hat darin absolut freie Hand. Auch darin liegt eine Stärke des Tantrismus, dass nichts von dem, was ein menschliches Wesen tut, verworfen oder abgelehnt wird. Es gibt keine Regel, keine Methode, keine Schiene, keine Anstrengung, kein zu erfüllendes Soll, keine Ernte. Alles geschieht, als sähe man nur dabei zu, wie sich der eigene Himmel von Dunst und Wolken befreit. Die Sonne, der Mond und die Sterne sind immer da. Kannst du mir sagen, wie man den Yoga praktiziert? Der große Yoga ist Essen, Trinken, Fühlen, Sehen, Laufen, Schlafen, Urinieren, den Darm entleeren, zuhören, schweigen, reden, träumen, lieben, sich hinsetzen, eine Straße überqueren, in den Bus steigen, Städte und Landschaften, Blicke und Klänge, Schönheit und Hässlichkeit wahrnehmen, ohne je von dem Göttlichen getrennt zu sein, das in uns ist. Kein Yoga ist höher zu bewerten als jener, der sich nicht scheut, in die Wirklichkeit einzutauchen. Außerhalb dieser Wirklichkeit gibt es keine Spur des Absoluten. Der große Yoga ist wie die englische Grammatik, die ich in der Schule unterrichtet habe und die sehr einfach ist. Es gibt einen Satz, es gibt Wörter und die Interpunktion. Der große Yoga ist ein überaus genaues Wahrnehmen der Interpunktion. Wir haben es uns angewöhnt, auf die Worte zu achten. Aber die Tür zum Göttlichen befindet sich in der Interpunktion. Die Kommas, die Punkte markieren eine Pause zwischen zwei Satzteilen, zwischen zwei Präpositionen, zwischen zwei Sätzen. Das Komma, der Punkt. Sie sind das Unendliche, die Leere. Wie lässt sich diese yogische Grammatik auf das Leben eines Tantriker anwenden? Zwischen zwei Atemzügen steht ein Komma. Zwischen zwei Empfindungen, zwischen zwei Gedanken steht ein Komma. Zwischen einer Geste und der nächsten steht ein Komma.
Die Magie des großen Yoga liegt darin, dass jeder Lebenserfahrung ein Komma folgt. Und dass ein Yogi, der sich dieser Interpunktion bewusst ist, kontinuierlich tätig sein und das Unendliche in sich aufnehmen kann. Unser Leben gleicht nur allzu oft einem Text ohne Punkt und Komma. Wir glauben, dass die Wörter in unendlicher Reihe aneinander geklebt sind. Wenn wir zum Meditieren beginnen, erschreckt uns dieses zähe Magma von Wörtern, die uns ständig vorwärts treiben und uns am Leben vorbeigehen lassen. Wir fühlen uns von unserer eigenen geistigen Aktivität bombardiert, von einer chaotischen Aktivität, die unsere Interpunktion verschlingt und uns so müde macht, dass wir keinen Sinn mehr erkennen. Allmählich aber dringt Luft in unsere Meditation. Das Magma aus Wörtern gleicht schon bald einem flachen Stück Ton, das sich mit beiden Händen auseinanderziehen lässt. Und plötzlich kommt es zu einer Unterbrechung. Einer Stille. Einer Leere. Und das wahre Leben beginnt. Dieses Einhalten erlaubt uns, gegenwärtig zu sein, wieder Atem zu schöpfen und mit vollem Bewusstsein die nächste Gruppe aus Wörtern in Angriff zu nehmen. Diese Augenblicke der Leere sind wie Rastplätze an einer langen ansteigenden Straße. Sie ermöglichen es uns, das zu verwirklichen, was wir begonnen haben, und es voll auszukosten. Das ist Yoga. Asketische Übungen in einer abgelegenen Höhle sind erst dann Yoga, wenn der Asket imstande ist, zur Stadt hinabzusteigen, sich dort sein Brot zu erbetteln und mit vollem Bewusstsein durch diese Stadt zu gehen. Wenn nicht, ist seine ganze Askese, sind alle Übungen umsonst. Jedes Wesen, das sich nicht mit dem ganzen Körper und dem ganzen Bewusstsein am Leben zu reiben vermag, ohne dabei aus dem Gleichgewicht zu geraten, ist auf einem fruchtlosen Weg. Alles im Tantrismus ist Kontinuität. Kontinuität der Ekstase. Kontinuität des Göttlichen. Kontinuität des Lebens. In der Ausübung des Yoga kommt der Tag, wo die ganze Wirklichkeit der Welt, wo alle ihre Kräfte, alle ihre Gegensätze allmählich in die gleiche Richtung fließen und nur noch einen Duft, einen Geschmack haben werden. Das Absolute riecht sehr gut. Und selbst die übelriechendsten Substanzen sind Bestandteile des göttlichen Parfums. In diesem Sinne zu praktizieren heißt, es ohne Unterbrechung zu tun, aber äußerste Sorgfalt auf die Interpunktion zu legen. Nur zeitweilig zu praktizieren, sich nach der Arbeit in den Ashram zu begeben, heißt, die Kontinuität mystischer Erfahrung abzulehnen, sich nur ein Bruchstück davon zu gönnen, aus dem sich niemals eine Erfahrung ziehen lässt.
Man kann nichts voneinander trennen. Es kann kein Schubfach für die geistigen Freuden, ein anderes für die körperlichen geben. Eins für das Göttliche, eins für die Gewalt, eins für die sozial Benachteiligten, eins für die Privilegierten. Der wahre Sinn des Lebens liegt darin, dass alles miteinander kommuniziert, dass alles eine energetische Kraft in sich trägt und weitergibt. Das Fragmentieren führt zur gesellschaftlichen und individuellen Explosion. Alles Abgetrennte ist zum Erlöschen bestimmt. Lebendig sein ist der mutige Akt schlechthin. Denn Leben heißt, die Substanzlosigkeit der Teilungen und Schubfächer zu erkennen und sich in den Strudel des Lebens zu werfen. Im Gegensatz zur Ansicht der meisten Menschen ist es überhaupt nicht gefährlich, sich in den Strudel des Lebens zu werfen. Aber das begreift man erst, wenn man gesprungen ist. Und das Schwierige daran ist das Springen. Springen, das ist der große Yoga.